Es gibt extrem interessante Leaks über iOS 17, neue Informationen über den USB-C-Anschluss, den Apple in allen iPhone 15 Modellen verbauen soll und neue Informationen darüber, wie Apple das Thema künstliche Intelligenz und Siri in ihrem Unternehmen beurteilt. All das und noch etwas mehr erfahrt ihr in diesem Video. Beginnen wir als allererstes mit iOS 17, welches ja zur WWDC 2023 für die ganzen iPhone-Modelle vorgestellt werden soll. Und hier gibt es einige neue Informationen darüber, wie iOS 17 gestaltet werden soll und welche neuen Funktionen es bereithalten soll. So zum Beispiel soll man dazu in der Lage sein, die Schriftgröße auf seinem Sperrbildschirm in iOS 17 anzupassen und die komplette Konfiguration eines Sperrbildschirmes auch mit anderen Leuten über die Teilen-Funktion zu teilen. Das heißt, wenn ihr Sperrbildschirm bei jemandem sehr gut gefällt, kannst du ihn einfach fragen, hey, kannst du mir das Setup einfach mal schicken und dann dementsprechend für dein eigenes iPhone problemlos übernehmen. Auch soll es zukünftig möglich sein, dass der Musiktext, der quasi wiedergegeben wird, wenn man die Apple Music App offen hat und einen Track abspielt, dass dieser jetzt ebenfalls auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird und die Apple Music App soll ebenfalls extrem stark überarbeitet werden, sodass der Aufbau alles in allem einfach etwas simpler und bedienungsfreundlicher ist. Möglicherweise wird Apple auch das komplette Kontrollzentrum noch einmal überarbeiten und ich persönlich würde mir wünschen, wenn sie die Benachrichtigungsleiste und das Kontrollzentrum einfach in eine Geste legen, sodass das wie unter Android quasi miteinander kombiniert ist und man nicht eben entweder von oben rechts oder von oben links nach unten wischen muss, sondern einfach mit einem Wisch von oben nach unten das Kontrollzentrum und die Benachrichtigungsleiste gleichzeitig geöffnet wird. Ich bin wirklich gespannt, wie Apple das dann endlich mit iOS 17 umsetzen wird. Weiterhin plant Apple für iOS 17 eine komplett neue eigene App, eine Journal, also eine Tagebuch-App, mit der es dann möglich sein soll, quasi seinen Tag so ein bisschen zu erfassen. Natürlich einerseits über manuelle Einträge, aber natürlich auch synchronisiert mit dem Kalender, den Standortdaten und gegebenenfalls auch zum Beispiel Fotos, die man in diese App eingliedern kann. Und so hat man zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man der App den Zugriff darauf gewährt, einfach mal zu ermitteln, wie viel Zeit verbringe ich denn zum Beispiel auf Arbeit, wie viel Zeit verbringe ich denn in meiner Freizeit, wie fühle ich mich zu den unterschiedlichen Zeiten, was sind meine persönlichen Einträge dazu, um dann zum Beispiel die App ermitteln zu lassen, wie gut ist die eigene Work-Life-Balance und daraus dann Schlüsse für das eigene Leben zu ziehen. Insbesondere spannend ist natürlich hier das ganz große Thema Datenschutz, weil natürlich diese App, um da gute Aussagen treffen zu können, extrem viele Daten braucht, aber man weiß ja, dass Apple hier einen großen Stellenwert drauf legt und ich hoffe dann einfach, dass das Ganze so gut integriert ist, dass auch wenn man die ganzen Daten mit dieser App teilt und dementsprechend diese App extrem viel über das eigene Leben weiß, um eben solche Aussagen treffen zu können, dass das Ganze dann datenschutztechnisch einfach so gut ist, dass das alles nur auf dem Gerät selbst verarbeitet wird. Aber das scheint wohl so zu werden und dann bin ich mal sehr gespannt, was man alles mit dieser neuen App machen kann. Kommen wir auch noch kurz zu iPadOS 17 und hier plant Apple erst einmal die ganzen Funktionen für den Sperrbildschirm, die wir mit iOS 16 gesehen haben, zu übernehmen, also auch auf das iPad zu bringen und gleichzeitig aber auch die neuen Funktionen aus iOS 17 zu übernehmen. Das heißt, wir bekommen jetzt diesen stark anpassbaren Lockscreen, auch für die iPads und die Möglichkeit, hier dann auch diesen mit anderen zu teilen, sodass diese den einfach übernehmen können. Außerdem soll es eine Apple Health App jetzt auch für das iPad geben, die einfach das deutlich größere Display besser ausnutzt, um dann einfach zum Beispiel Infos und Diagramme besser sortiert und besser aufbereitet für den Nutzer darstellen zu können. Und es ist auch immer wieder im Gespräch, dass es für diese Apple Health App ein sogenanntes Mood-Tracking geben soll. Ich kenne das ja bereits aus einigen Apps, sodass man quasi einfach immer mal wieder im Tag quasi eingeben kann, wie fühle ich mich gerade, meistens über irgendwelche Smileys und dazu noch einen kurzen Textkommentar. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass Apple ja plant, eine neue Tagebuch-App herauszubringen und diese dann ja möglicherweise auf die Daten von Apple Health zugreifen kann, könnte man sich ja sehr gut vorstellen, dass dieses neue Journal sehr gut von diesen Daten profitieren kann, um dann einfach zu ermitteln, wie der Tagesablauf war und einem dementsprechend Vorschläge zu bringen, was man wann möglicherweise besser machen könnte. Hier sehe ich auf jeden Fall extrem viel Potenzial, auch wenn das Ganze natürlich auf jeden Fall bedeutet, dass Apple hier extrem viele Daten in einer App über euch sammelt. Das haben wir aber gerade schon angesprochen. Kommen wir in Bezug auf die Software-Updates als letztes noch zur Apple Watch, denn hier soll es wohl mit WatchOS 10 das größte Software-Update geben, was es jemals für eine Apple Watch gegeben hat. Und hier plant Apple insbesondere zwei Sachen. Es soll neue Widgets für das Bedieninterface der Apple Watch geben, wo dann verschiedene Apps einfach mehr auf dem Display direkt anzeigen können und man mehr Funktionen nutzen kann. Und auch die App-Übersicht soll grundlegend überarbeitet werden, sodass man
das einfach nicht mehr mit einem riesigen Cluster hat, wo dann verschiedene Apps einfach nebeneinander angezeigt werden, sondern Apple plant hier wohl, eine neue Bedienmöglichkeit zu schaffen, um einfacher auf die einzelnen Apps zuzugreifen. Auch das ist natürlich super spannend und ich bin extrem gespannt, wie Apple das letzten Endes in der Software umsetzen wird. Dieses Video wird freundlicherweise unterstützt von mir. Ich habe gemeinsam mit einem Tischler direkt hier aus Weimar eine eigene MagSafe-Halterung aus Nussbaum und Leder entwickelt. Die sieht nicht nur wunderschön aus, sondern ist auch einfach extrem praktisch, wenn man sein iPhone am Schreibtisch gleichzeitig aufladen und bedienen möchte. Und das Beste, jedes einzelne Exemplar wird aufwendig direkt hier in Weimar in Handarbeit gefertigt. Wenn du das Ganze ebenfalls cool findest, dann findest du meinen Online-Shop direkt hier unter diesem Video verlinkt. Und wenn du dich dort beim Newsletter anmeldest, dann bekommst du sogar auf deine erste Bestellung nochmal 10% Rabatt, was genau den Versandkosten entspricht und dementsprechend bekommst du quasi deine Lieferung versandkostenfrei zugestellt. Schaut da auf jeden Fall mal rein und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Was das Apple VR Headset angeht, gibt es mittlerweile die Infos, dass sich dieses wohl in der finalen Fertigungsphase befindet. Mehrere Zulieferer haben wohl bestätigt, dass das einfach definitiv noch dieses Jahr kommen soll und wir es mit aller Wahrscheinlichkeit dann zur WWDC 2023 vorgestellt bekommen. Und was ich an dieser Stelle dann auch besonders interessant finde, ist, dass es wohl mittlerweile auch die Info gibt, dass auch gleichzeitig an einem günstigeren Modell gearbeitet wird. Dieses erste VR-Headset wird ja extrem teuer sein, vermutlich über 3000 Euro. Das werden sich die wenigsten leisten können. Aber es soll dann wohl auch ein Nachfolgermodell geben, quasi eine SE-Variante, die dann zu einem deutlich geringeren Preispunkt auf den Markt kommt, sodass einfach deutlich mehr Leute dieses VR-Headset letzten Endes auch nutzen können. Kommen wir als nächstes zum iPhone 15 und den geplanten Umstieg von Lightning auf USB-C. Es ist ja mittlerweile kein Gerücht mehr, dass Apple plant, mit dem iPhone 15 von Lightning auf USB-C zu wechseln und wir haben schon extrem viel darüber gehört. Unter anderem, dass Apple nur in den Pro-Modellen einen wirklich schnellen Anschluss verbaut und in den normalen Modellen einen sehr langsamen Anschluss, der dann im Endeffekt nur genauso eine hohe Datenübertragung ermöglicht, wie das aktuell mit Lightning der Fall war. Und das wohl hartnäckigste Gerücht, was viele am meisten besorgt hat, war, dass Apple zwar USB-C in die iPhone integrieren wird, aber es gleichzeitig einen kleinen Prozessor in diesen Ladekabeln gibt und einen kleinen Prozessor im iPhone, sodass das iPhone immer sicherstellen kann, dass man auch ja original Apple Zubehör verwendet und so Apple an jedem verkauften Ladekabel nach wie vor, wie das bei den Lightning-Kabeln auch ist, mitverdient. Und hier hat sich jetzt die EU wohl eingehakt und gesagt, ey Apple, so läuft das nicht. Wenn du USB-C verbaust, dann darfst du auf keinen Fall, wenn du die hier in der EU verkaufen möchtest, da eigene kleine Prozessoren verbauen, die dann sicherstellen, dass nur deine eigenen zertifizierten Kabel die volle Leistung bringen und andere halt nicht genauso gut funktionieren, weil das ja im Endeffekt zu dem genau gleichen Problem führen würde, wie das auch schon vorher der Fall war mit den Lightning-Kabeln, eben dass man nicht alle Kabel universell für jedes Gerät verwenden kann und das möchte die EU am Ende einfach verhindern und dementsprechend haben sie schon ganz klar gesagt, sie werden noch quasi ein Schriftstück aufsetzen, was interpretiert, wie dieses aktuelle Gesetz gemeint ist und daran müssen sich dann auch die einzelnen Hersteller halten. Und darin soll wohl festgehalten werden, dass es eben keine Hintertür geben soll, wo man dann zwar USB-C verbaut, aber am Ende nur die eigenen USB-C-Kabel mit dem Gerät so wirklich vollkommen kompatibel sind. Und dementsprechend dürften wir uns hoffentlich auch darauf freuen, dass in den iPhone 15 Modellen der USB-C-Anschluss dann auch mit allen Drittanbieterkabeln, auch die, die nicht MFI zertifiziert sind, vollumfänglich funktioniert. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Informationen darüber, dass Apple natürlich jetzt nicht nur plant, die iPhone-Modelle auf USB-C umzustellen. Nein, alle anderen Produktkategorien sollen folgen. So zum Beispiel die AirPods Pro der zweiten Generation. Hier soll bereits ein neues Ladecase mit USB-C-Anschluss fertig sein und soll dann irgendwann noch im Verlauf dieses Jahres dann ausgeliefert werden und auch nach und nach werden natürlich alle anderen Produkte geupgradet. Die Magic Mouse, das Magic Trackpad, das ganze Zubehör und so weiter und so fort wird dann einfach USB-C umgestellt und hier freue ich mich einfach extrem drauf, weil einfach dann endlich nach und nach dieses Lightning-Kabel wegfällt und man unterwegs einfach wirklich dann nur noch ein Ladekabel für alles dabei haben muss. Egal ob MacBook, iPad, Zubehör, iPhone und so weiter und so fort. Kommen wir als allerletztes, wie versprochen, noch zu Siri und wie diese möglicherweise in Zukunft durch KI-Modelle verbessert werden soll. Denn sind wir mal ehrlich, aktuell ist Siri einfach einer der schlechtesten Sprachassistenten auf dem Markt. Und wenn man gerade sich mal anschaut, was mit ChatGPT alles möglich ist, scheint es wirklich ziemlich veraltet, wie Siri heutzutage
noch funktioniert. Und hier gibt es aktuell bei Apple wohl zwei Lager. Die einen, die sagen, hey, wir müssen Siri auch über KI-Modelle in der Zukunft einfach deutlich leistungsstärker machen, um zum Beispiel insbesondere das neue Apple VR-Headset über Sprachangaben auch einfach deutlich besser bedienbar zu machen. Das andere Lager sagt jedoch, die sehen das etwas zwiegespalten, denn so ein KI-Modell bringt natürlich auch so seine Risiken mit sich, weil man nicht mehr die volle Kontrolle darüber hat, welche Antworten Siri ausgibt. Aktuell ist es ja so, dass alle Antworten, die Siri geben kann, vorher quasi durch einen Mitarbeiter festgelegt worden sind und dann dementsprechend in Folge auf bestimmte Sprachmuster von Siri ausgegeben werden. Das heißt, alles, was Siri sagt, ist vorher durch einen Mitarbeiter abgesegnet worden und das wäre bei einem KI-Modell einfach nicht mehr der Fall, weil dann das KI-Modell ja selbstständig entscheidet, was als Sprachausgabe letzten Endes ausgegeben wird. Und das könnte halt dazu führen, dass teilweise unkorrekte Angaben gemacht werden und natürlich aber auch irgendwo peinliche oder lustige Angaben gemacht werden von Siri, die man aktuell noch nicht zu 100% vorhersagen kann. Und das ist einigen Mitarbeitern bei Apple wohl nach wie vor etwas zu heiß, weswegen sie dann sagen, dass man doch lieber bei den vorgefertigten Antworten aktuell bleiben sollte. So Leute, das soll es mit diesem Video auch schon wieder gewesen sein. Schreibt mir eure Meinung hierzu auf jeden Fall in die Kommentare, dann diskutieren wir drüber. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.